Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier Steyr begrüßen zum heutigen Webinar zum Thema modernes Intranet mit Microsoft SharePoint. Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Tumfert, Consultant bei der Cosmo Consult. Ja, wir erzählen heute etwas zum Microsoft SharePoint. Genau. Aber überhaupt zum Thema Intranet. Das Wort gibt es ja schon relativ lange und ist auch ein bisschen als Unwort immer wieder gehandelt worden. Ganz einfach deswegen, weil es viele Intranets gibt, die vor Jahren gemacht wurden, teilweise veraltete Informationen beinhalten und einfach nicht mehr am neuesten Stand sind. Ich selbst erinnere mich daran, in den frühen 2000er Jahren mein erstes Intranet eingeführt zu haben, damals auf einer ganz statischen PHP-Basis, und da waren die Anforderungen an ein Intranet noch ganz andere, Andreas. Wenn man so ein klassisches Intranet denkt, das wir damals gemacht haben, was ist denn da drinnen gewesen? Was war denn da das ursprüngliche Ziel von so einem Intranet? Ja, wie du schon gesagt hast, in den frühen 2000er war es sehr statisch noch, also das Internet ist ja noch in den Kinderschuhen gesteckt, kann man so sagen. Da hat man halt klassischerweise einfach Informationen verteilt. Das heißt, das Unternehmen hat halt Informationen zur Verfügung gestellt, ein paar Dokumentenvorlagen zur Verfügung gestellt, ein paar News gepostet, und die sind quasi vom Management zur Verfügung gestellt worden an die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter haben eigentlich nur quasi die Informationen konsumiert, die da drinnen zur Verfügung gestellt worden sind. Das heißt, keinerlei Interaktivität, eine Richtung, eine zentrale Stelle, die Informationen und vielleicht ein paar Dokumentenvorlagen zur Verfügung gestellt hat. Genau, in erster Linie eine Richtung. Das waren sicher 90-95% aller Intranets zu der damaligen Zeit eine Richtung, die Informationen sind zur Verfügung gestellt worden und der Mitarbeiter konnte das konsumieren, aber hat jetzt kein Feedback oder sonst irgendwas geben können oder selbst irgendwelche Informationen bereitstellen können. In dieser Zeit ist ja dann auch schon SharePoint aufgekommen und damals war so der Inbegriff von einem Intranet in der Microsoft-Welt automatisch der Microsoft SharePoint. Was hat denn der SharePoint reingebracht in solche Intranets im Vergleich zu klassischen SharePoints? Zu klassischen Intranets, die nur Informationen zur Verfügung gestellt haben. Ja, Plattformen wie der SharePoint haben damals einfach die Möglichkeit reingebracht, dass auch Mitarbeiter Informationen beitragen, dass man eben gemeinsam an Dokumenten arbeitet, dass Mitarbeiter auch Dokumente hochladen können und einfach auch Informationen teilen können. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der hat ein Dokument erstellt, das lädt er auf den SharePoint und teilt es somit mit allen anderen Kollegen in seiner Abteilung oder vielleicht sogar mit dem ganzen Unternehmen. Also es ist von der unidirektionalen Ebene, vom Dropdown so quasi oder Topdown, die Informationsverteilung ist einfach auch eine Ebene dazugekommen, dass der Mitarbeiter bottom-up die Informationen bereitstellen konnte. Das heißt, SharePoint gibt es dann seit 2003, sagen wir mal 2007 war dann die erste Version, die wirklich brauchbar war, und dann hat man ja sehr lange, bis das Modern UI im SharePoint rausgekommen ist, Intranets auf dieser Basis gemacht. Das heißt, einerseits natürlich wieder Top-Down-Information vom Unternehmen, andererseits Bottom-Up-Information von den Mitarbeitern. Aber was ja in diesen klassischen Intranets auf SharePoint-Basis, nennen wir es einmal so, natürlich auch sehr stark vertreten war, war das Thema Kollaboration. Abteilungsseiten, Teamseiten, Projektportale. Das heißt, nicht nur Information, die ausgetauscht wurde, sondern auch wirklich, es wurde gearbeitet auf diesen Dokumenten. Das heißt, das war eigentlich mehr als ein Intranet, sondern auch eine Zusammenarbeitsplattform. Genau, ja, das hat man damals einfach sehr stark auf SharePoint abgebildet. Dafür war auch SharePoint gedacht. Dafür war von der Microsoft SharePoint konzipiert und dann hat man einfach versucht, damit auch Plattformen zu schaffen, um zum Beispiel Projektkollaboration abzubilden. Das heißt, ich habe meine 10 Projektmitarbeiter und die konnten sich da aktiv austauschen und das gemeinsam nutzen. Und praktisch innerhalb so eines Projektraums war wirklich jeder auf derselben Ebene. Alle haben gleichermaßen Informationen beitragen können und gemeinsam daran arbeiten können. Also man hat dann auch mit der Zeit dann die Funktion eingeführt, dass man gemeinsam ein Dokument bearbeiten kann gleichzeitig. Das hat damals einmal eine Zeit lang nur mit Microsoft Word auch funktioniert. Damit hat man dann einfach eine Kollaboration abgebildet. Und parallel hat es dann meistens natürlich trotzdem noch immer das klassische Intranet gegeben mit der Informationsplattform. Aber man hat das halt alles auf SharePoint-Basis aufgebaut. Aber das hört sich doch gut an. Ich habe eine zentrale Plattform, ich habe ein Portal. Der Portalgedanke ist ja lange auch da gewesen, das alles in diesem Tool zu tun. Jetzt sprechen wir aber plötzlich von Modern SharePoint, von Modern UI, das ja wieder in eine ganz andere Richtung geht. Frage 1, welche Richtung ist es und warum plötzlich diese Abkehr von dieser einen großen Portal, wo alles drinnen ist? Ja, der Modern SharePoint hat natürlich wieder einige Neuerungen gebracht. Also die SharePoint-Versionen zwischen 2017 und 2017 und 2016, kann man sagen, waren alle immer recht
auf derselben Basis entwickelt. Man hat einfach die klassische Office-Oberfläche auch gehabt und sich wiedergefunden. Und das Modern UI bricht damit komplett. Also geht in eine ganz andere Richtung. Und man könnte fast sagen, man kehrt wieder ein bisschen in das klassische Internet vor SharePoint zurück. Das heißt, man macht eher mehr Informationsplattform wieder daraus, wo Informationen zur Verfügung gestellt werden und die Kollaboration wird quasi in andere Tools ausgelagert. Okay, warum? Weil jetzt so quasi deutlich mehr Kollaboration in die Richtung geht, dass man direkt miteinander kommuniziert, Videokommunikation, Chatverläufe und so weiter und weniger klassisch, man lädt ein Dokument hoch und andere können das auch bearbeiten. Und für diese direkte und schnelle Kollaboration ist einfach Microsoft SharePoint nicht mehr das richtige Tool gewesen. Okay. Deswegen hat man hier jetzt neue Tools dafür. Ja, auch wahrscheinlich deswegen, wenn man SharePoint-Anwendungen kennt, die sehr, sehr komplex wurden, sehr viele Unterseiten. Genau. Man hat die Informationen dann nicht mehr richtig gefunden, man war sich nicht mehr sicher, wo denn eigentlich das Dokument liegt, auf das man zusammenarbeiten will. Und deswegen hat man das jetzt quasi rausgenommen in andere Tools. Microsoft Teams ist ja quasi jetzt das Kollaborationstool geworden. OneDrive auch dazu, das heißt, wo ich wirklich auf Dokumenten arbeiten kann, aber der Informationscharakter, der ist dann quasi beim SharePoint geblieben und darin entwickelt sich das Ganze. Genau, darin entwickelt sich das Ganze. Es gibt eben jetzt das Modern UI, wie du schon gesagt hast, was wieder mehr darauf hin abzielt. Man teilt Informationen aus dem Management heraus, verteilt News, verteilt Dokumentenvorlagen oder offizielle Informationen, sei es von einer HR- oder Marketingabteilung und die Mitarbeiter konsumieren das über das Intranet. Ja, vielleicht noch kurz zu den anderen Tools, um den SharePoint und den modernen SharePoint noch einmal richtig einordnen zu können. Ich habe jetzt schon erwähnt OneDrive und Teams und SharePoint. Ich habe da ein Zitat gelesen oder einen Spruch gelesen, der da heißt, OneDrive is for me, Teams is for us und SharePoint is for everyone. Wie kann man diesen Spruch interpretieren oder warum gibt es den eigentlich? Naja, das ist genau das, wie in die Richtung es geht. Man hat früher nur SharePoint gehabt und jetzt hat man eben diese verschiedenen Plattformen. Und OneDrive ist halt, wie du sagst, for me, also ist mein persönlicher Ablageort, wo ich meine Dokumente speichere. So was wie ein Netzlaufwerk, als persönliches Laufwerk. Wie ein Netzlaufwerk, genau. Die moderne Version davon. Ich kann mobil darauf zugreifen, ich kann über einen Webbrowser darauf zugreifen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen PC in der Firma sitzen, um darauf zuzugreifen. Und Teams geht halt dann Richtung, übernimmt halt den Kollaborationsteil des früheren SharePoint. Das heißt, ich habe meinen gemeinsamen Ort für mein Projekt, wo ich gemeinsam an Dokumenten arbeite und wo ich parallel eben auch noch so Funktionen wie Telefonie habe, wie Chat-Funktionen, wo ich direkt Nachrichten schreiben kann, wo ich kommunizieren kann, wo ich meine Aufgaben plane und wo ich auch natürlich nur diverse Drittanbieter-Tools Also vor us überall, wo ein Team quasi zusammenarbeitet. Genau, das heißt aber jetzt auch, dass die Abteilungsseiten, die es früher auf dem SharePoint gegeben hat, wo immer die ganzen internen Dokumente drinnen waren, damit auch wieder aus dem SharePoint rauswandert und eigentlich ins Teams reinwandert. Die internen Teile davon schon. Aber jetzt, wenn ich so quasi aus der Abteilung dann Informationen teilen möchte mit dem restlichen Unternehmen, also wie gesagt, zum Beispiel HR-Abteilung stellt Informationen fürs Unternehmen zur Verfügung, offizielle Mitteilung, es hat sich am Arbeitszeitgesetz etwas geändert oder ähnliches. Ja. Das muss dann natürlich wieder eine andere Plattform gefunden werden. Und dafür habe ich dann wieder einen SharePoint, wo ich dann diese Informationen bereitstelle. Und das ist dann for everyone. Ja. Das heißt, dort habe ich dann meine Plattform, wo ich die Informationen bereitstelle, die für jeden im Unternehmen sind. Aber natürlich im For Us, in Teams, habe ich meine Informationen, die innerhalb der Abteilung sich befinden und nicht die Abteilung verlassen sollten. Ja, jetzt kommen wir oft in Kundensituationen, wo der Kunde sagt, ja, aber das kann ich doch alles mit Microsoft Teams machen, ich kann doch dort die Dokumente auch zur Verfügung stellen. Jetzt beraten wir in eine andere Richtung und sagen eben, okay, das sollte eben der SharePoint sein, das sollte das moderne Internet sein. Vielleicht können wir diesen Aspekt noch einmal kurz genauer beleuchten, bevor wir dann tatsächlich in den SharePoint reinschauen. Warum beraten wir in die Richtung zu sagen, Microsoft Teams ist für die internen Dokumente, wie du gerade gesagt hast, aber wenn ich das Ganze verteilen möchte, SharePoint is for everyone, warum beraten wir das in diese Richtung, dass das in Richtung SharePoint geht? Die Frage ist natürlich auch berechtigt, also es gibt ja in Teams auch diese organisationsweiten Teams, wo praktisch jeder Mitarbeiter automatisch reinkommt, der ins Unternehmen neu dazukommt. Und da könnte man natürlich jetzt dann denken, dort die Informationen bereitzustellen, wie eben Dokumentenvorlagen, wie allgemeine Informationen. Das Thema dabei ist, dass ich einfach strukturell dort eingeschränkt bin. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht eine schöne Plattform darstellen, kann dort News im Endeffekt nur über den Chat, über den Channel posten. Aber jetzt nicht in einer Form, wie man es klassischerweise im Internet hat,
mit, sage ich mal, richtigen Newsartikeln, mit Texten, mit Bildern etc. Das heißt, im SharePoint habe ich viel mehr Möglichkeiten, den Content auch ordentlich aufzubereiten, dass der für den Mitarbeiter attraktiv ist und dass er den Inhalt auch schnell wieder findet. Ja. Und das zweite Thema ist ja trotzdem, wir haben die Organisationsteams, aber wenn ich jetzt sage HR, gibt es ein internes Team, dann müsste es eigentlich ein HR-internes Team geben, ein HR-Organisationsteam, ein einkaufsinternes Team, ein einkaufsexternes Team und jetzt ist es ja so, dass ich eine beliebig viele Organisationsteams anlegen kann. Genau, die Organisationsteams sind limitiert, also wenn ich genau diesen Weg gehen würde, ich mache ein allgemeines Organisationsteam, dann mache ich Organisationsteam für jede Abteilung, dann stehe ich relativ schnell an der Grenze von 5 Organisationsteams an. Und ich habe natürlich das Problem, ich habe dann ein internes HR-Team und ein Organisations-HR-Team. Und wenn ich jetzt intern ein Dokument aufbereite und das an die Organisation bereitstellen will, dann muss ich das von einem Team ins andere Team manuell rüber kopieren. Mhm. Und da kann man halt der SharePoint im Hintergrund was ermöglichen, dass ich quasi aus meinem Team heraus das automatisiere und, oder schneller und einfacher auf jeden Fall die Information bereitstelle. Ausgezeichnet. Und ich kann eine bessere Struktur schaffen, weil mit vielen Organisationsteams und vielen internen Teams und dann habe ich vielleicht noch Projektteams, wird mein Microsoft Teams Client relativ schnell überladen. Ausgezeichnet. Also, so viel zur Erklärung, warum wir den SharePoint brauchen, was ein modernes Intranet bietet, sehr viel Information. Und dann würde ich jetzt sagen, schauen wir auch rein, wie schaut so ein moderner SharePoint aus und was können wir damit machen. Wie immer, während der Andreas seinen Bildschirm teilt, bis dass das Ganze tatsächlich sichtbar ist, an Sie die Aufforderung oder die Bitte. Sie haben die Möglichkeit, im GoToWebinar-Client Fragen zu stellen. Das ist auf der rechten Seite. Diese Fragen, die sehen wir dann hier auf dem Monitor und werden wir dann gesammelt am Ende des Webinars beantworten. Ausgezeichnet, dein Bildschirm ist inzwischen da und wir sehen etwas, was wahrscheinlich der neue SharePoint ist. Genau, das ist der neue SharePoint. Schaut etwas anders aus als gewohnt. Absolut. Also was schon mal sehr markant ist, ist es deutlich deutlich einfacher gestaltet, muss man schon mal sagen. Es ist oben dieser große Ribbon verschwunden, über den ich üblicherweise immer bearbeitet habe. Also der sich sehr stark ans Office angelehnt hat und der alle Funktionen gebündelt hat, die man früher kannte oder die man früher im SharePoint hatte. Und jetzt ist es deutlich einfacher gestaltet. Ich habe natürlich nach wie vor meine Hauptnavigation, wo ich einzelne Bereiche unterbringen kann, auch mit einer Dropdown-Ebene und so weiter. Und das kann ich auch customizen, also gestalten selbst und erweitern. Und in den Seiten habe ich dann einfach meinen Inhalt. Und das ist eigentlich das, was sich am meisten daran verändert hat, diese Seitengestaltung. Also sprich, das ist deutlich einfacher geworden. Ich habe mir da, man kann das ein bisschen mit einem WordPress vielleicht vergleichen, wenn man den Texteditor sich dort anschaut, da fügt man die einzelnen Blöcke hinzu, tippt seinen Text ein und ist wieder fertig. Ja. Und so ähnlich funktioniert das hier. Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil allein wenn ich jetzt diese News sehe, also solche News-Ansichten, wie man jetzt hier sieht, die hat es früher im Standard quasi nicht gegeben. Die hat man entweder zugekauft oder selbst erstellt. Aber ich schätze mal, das ist ein Standard-SharePoint, da wirst du jetzt nichts irgendwie angepasst haben. Das heißt, solche Dinge oder auch unten, wie wir gesehen haben, wenn du noch mal kurz runter scrollst, habe ich gesehen, da hast du eine Grafik eingebunden, beziehungsweise einen Eventkalender eingebunden. Genau. Das geht jetzt alles und ist früher wesentlich mühsamer gewesen. Also man sieht schon, Fokus ganz stark auf Design und weniger eben auf diese Kollaboration. Ja, also das sind alles Standardelemente, absolut richtig. Ich habe standardmäßig eine News-Übersicht, die sehr attraktiv gestaltet ist, wo ich praktisch alle meine News sehe. Ich habe einen Standard-Webpart, wo ich Dokumente direkt einbinden kann, dass die innerhalb der Seite dargestellt werden oder eben Bilder einbinden kann. Ich kann genauso ein Power BI-Dashboard direkt einbinden und habe jetzt quasi keinen Absprungpunkt, wo ich dann aus dem Internet verlasse und dann ins Power BI wechsle, was wieder für einen User etwas irritierend ist. Und genauso die Events, das ist eine Standardfunktionalität, die ich die einfach einbinden kann in die Seite. Ich kann dann Bilder einbinden oder zum Beispiel irgendwelche Webparts, die mir Links anzeigen. Genauso Formulare direkt und Power Apps, die ich einbinden kann, um zum Beispiel was in einem Urlaubsantrag zum Beispiel abzubilden. Okay. Oder Kontaktansichten kann ich genauso einfach machen, dass ich hier die wichtigsten Personen, die sie zum Beispiel innerhalb einer Abteilung die Ansprechpartner sind, darstelle.
Okay, jetzt ist es ja so gewesen, dass wir früher in unserem SharePoint-Projekt natürlich immer schon die Content-Verantwortlichen in den jeweiligen Abteilungen hatten, die zu schulen, wenn sie jetzt keine IT-affinen Personen waren, ist ja immer relativ schwierig gewesen. Wie schaut es jetzt hier mit der Bearbeitung aus? Also wenn ich das schon grafisch relativ schön darstelle, ist denn auch die Bearbeitung leichter geworden oder gibt es noch immer diese fitzeligen Webpazonen, mit denen man sich rumärgern muss? Nein, es hat sich dahingehend deutlich sehr viel verändert. Früher hatte man die vielen Page-Layouts. Also üblicherweise in einem Intranet-Projekt hat man gesagt, okay, ich brauche ein Page-Layout, wo ich zwei Spalten habe für Inhalt mit einer Navigation am Content-Bereich und einer rechten Spalte dazu. Dann habe ich gehabt eins mit einem breiten, dann habe ich eins mit Navigation, eins ohne Navigation gehabt und der Mitarbeiter hat immer wissen müssen vorher, was klickt er jetzt an oder was ist das Richtige und er hat es nicht gesehen. Das funktioniert jetzt anders. Wenn ich jetzt eine Seite bearbeiten will, habe ich eben immer diesen Ribbon, den ich von früher kenne, wo ich dann auf Bearbeiten gegangen bin und nachher Publishen habe müssen. Jetzt habe ich einfach nur einen Editier-Button innerhalb der Seite und kann damit die Seite dann bearbeiten. Das schaltet sich dann in diesen Modus um, wie wir jetzt hier sehen. Da ist jetzt diese Box oder die Ränder, wenn ich jetzt da drüber fahre mit der Maus. Und damit kann ich jetzt schon die einzelnen Teilbereiche bearbeiten. Also wie sich jetzt der Cursor verändert hat, kann ich zum Beispiel nur sagen, okay, ich möchte jetzt da den Titel ändern. Ich könnte das verschieben. Direkt quasi im Layout, ohne dass rechts diese Bearbeitungs-Pane kommt, kann ich sofort da jetzt einen anderen Titel eingeben, sehe ich schon. Genau, ich kann jetzt einen anderen Titel zum Beispiel eingeben. Es gibt den Bearbeitungsbereich noch immer, aber er ist einfacher gestaltet worden. Also es gibt einfach pro Webpart die spezifischen Einstellungen, die ich dafür brauche, nicht mehr so ganz überladen wie früher. Und ich habe hier zum Beispiel, kann ich jetzt sagen, okay, welche Quelle habe ich, will ich jetzt von der kompletten Intranet die News übernehmen oder nur von der aktuellen Website. Dann habe ich noch verschiedene Möglichkeiten, das Layout zum Beispiel umzustellen, was auch sofort visualisiert wird. Also ich muss nicht erst die Einstellung speichern, damit ich es dann wieder sehe, wie es aussieht, sondern ich kann es direkt hier auswählen. Das ändert sich automatisch mit. Das könnte jetzt zum Beispiel das übernehmen. Dann kann ich jetzt nur sagen, okay, ich ändere zum Beispiel noch so eine Ansicht, wie viele Einträge gibt es da. Ich kann eine Audience verändern, dass ich sage, okay, ich filtere das je nachdem, wie der Benutzer, aus welcher Abteilung der Benutzer zum Beispiel kommt, dass er nur die News, die für ihn relevant sind, angezeigt bekommt. Können wir vielleicht nur kurz schauen, welche, hast du noch immer WebHard? Es heißt im Endeffekt noch immer WebHard, ja, genau. Das habe ich zum Beispiel hier, also ich habe genauso kein großes Menü, wo ich die Webparts einfüge in die einzelnen Zonen, sondern ich klicke einfach dorthin auf den Plus-Button, wo ich möchte. Also entweder hier über die komplette Breite oder zum Beispiel dann unten nur auf einen Teilbereich. Da kann ich eben so Boxen einfügen mit verschiedenen Layouts und dann klicke ich da auf das Plus drauf und dann habe ich hier, ups, jetzt ist wieder verschwunden, beim Scrollen das Menü mit den einzelnen Komponenten oder Webparts, die ich da einfügen kann. Es gibt auch eine Suche, also wenn ich schon weiß, was ich haben möchte, kann ich das über die Suche auch direkt finden. Und da sind es ganz einfache Sachen wie ein Textblock, ein Bild, eine Datei, die ich anzeigen möchte oder ein Link oder ich möchte zum Beispiel etwas embedden, also ein YouTube-Video embedden. Und genauso kann ich so ein Highlighted Content verwenden. Also das zeigt mir dann zum Beispiel automatisch Dateien an, an denen gerade viel bearbeitet wird innerhalb dieser Seite. Das generiert das ja automatisch auf Basis der SharePoint-Suche und der Analytics-Daten im Hintergrund haben, wie viele Zugriffe es auf Dateien gibt. Aber man sieht jetzt schon, dass das ja ganz andere Webparts sind, als das früher gegeben hat. Das waren sehr, sehr technische Webparts früher. Heute sehe ich schon Event, Countdown, eben dieses Highlight-Webparts. Also ich habe gerade Yammer unten gesehen. Ich habe aber, kannst du nochmal runterscrollen, ich habe jetzt auch gesehen, was externes, Kindle Instant Preview. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur beschränkt auf die SharePoint-Welt, sondern eben auch auf andere Dinge, wie Yammer jetzt im Microsoft-Umfeld, aber quasi auch Drittanbieter. Hinten unten sehe ich jetzt auch, ich könnte eine Power-App einbinden. Also es ist tatsächlich so, die Informationen aus den unterschiedlichen Systemen zusammenzutragen und eben zu visualisieren. Das ist der Hauptzweck von diesem modernen SharePoint quasi. Ja, man muss sagen, die Webparts sind ganz andere. Also sie sind auch technisch, ist, was dahinter steckt, ist ganz anders als bei den klassischen. Heißt auch für eine Migration, ich muss die Webparts neu entwickeln für das Modern UI. Weil sie technisch anders sind, aber wie du schon sagst, sind die ganzen Microsoft-Tools eingebunden. Das heißt, ich kann hier Microsoft Forms direkt verwenden, ich kann Microsoft Power Apps direkt einbinden, ich kann ein Office 365 Video einbinden, ein Power BI. Es gibt zum Beispiel auch Integration direkt für YouTube, für Stream oder für Twitter oder zum Beispiel einen fixfertigen Webpart für ein Wetter.
Früher hat es das zum Beispiel nie gegeben. Wer es wollte, dass das aktuelle Wetter im Internet angezeigt wird, der hat sich selbst einen Webpart programmieren müssen. Genau so ist es. Gibt es trotzdem die klassischen Dokumentenbibliotheken und Listen, die den SharePoint ja groß und stark gemacht haben, gibt es die trotzdem noch immer? Die klassischen Dokumentenbibliotheken gibt es genauso. Ich publish jetzt die Seite mal, dass die wieder veröffentlicht ist. Also auch die Funktion gibt es noch, dass ich eine Page oder eine Seite mal speichern kann als Entwurf, später wieder drüber arbeite und irgendwann freigebe. Aber es gibt genauso noch die klassischen Dokumentenbibliotheken. Da schauen wir jetzt einmal auf eine andere Website, wo ich dann auch diese linke Navigation habe. Ich hoffe, ihr wischt jetzt die richtige. Nein, genau nicht. Genau, das wäre dann eine, ich habe da verschiedene Website-Templates wieder, wie ich es früher auch hatte im SharePoint. Es gibt da mal in erster Linie die Communication und die Teamseite. Und in der Teamseite habe ich genau das wieder, ein ähnliches Layout wie früher. Die Hauptnavigation oben in der linken Navigation, wo ich dann einzelne Inhalte der Website anzeigen kann. Und da habe ich jetzt ganz klassisch wieder Dokumentenbibliothek, so wie ich es kenne. Die Menüführung ist vereinfacht. Es gibt auch hier keinen großen Ribbon. Überladenen Ribbon. Genau. Es gibt die Funktionen hier in einer grauen Leiste hervorgehoben, gebündelt, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte ein neues Dokument erstellen. Da kann ich auch viel schneller zum Beispiel eigenes Template hinzufügen, als wie früher. Das war relativ kompliziert, mit Inhaltstypen und so weiter. Oder einfach Dateien hochladen. Es geht auch mit Drag and Drop. Es gibt genauso noch die Quick-Edit-Funktion, also zum schnellen Bearbeiten von Metadaten. Wer das haben möchte, kann es genauso noch machen. Synchronisieren mit dem OneDrive-Client gibt es noch, also die wichtigsten Funktionen, noch, Export to Excel auch zum Beispiel. Das erinnert jetzt schon viel stärker an eine klassische SharePoint-Seite, trotzdem eben moderner und so weiter und so fort, einfacher zu bearbeiten für den User. Okay, das soweit verstanden. Jetzt gehen wir noch kurz auf das Thema Navigation ein und Subseiten. Da hat sich ja auch groß etwas geändert. Also man hat ja früher SharePoint-Seiten immer sehr hierarchisch aufgebaut. Unternehmen, Standort, Abteilung, Unterseite und so weiter und so fort. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt die sogenannten Hub-Seiten. Was verstehen wir darunter und wie ist da das neue Navigationskonzept? Ja, also absolut richtig. Die Subsites verwendet man so eigentlich nicht mehr. Das heißt, man verwendet Site-Collections eigentlich, wenn wir den technischen Begriff verwenden. Das heißt, einzelne Inseln könnte man fast sagen, schafft man innerhalb des SharePoint. Die kann man aus der Übersichtsseite von SharePoint relativ schnell erstellen und sagen, so, ich möchte eine neue Teamsite. Dann habe ich eine eigene kleine Insel, wenn man so will. Ja. Und dann gibt es eben die Hub-Sites, um diese wieder zu bündeln. Okay. Ja, ansonsten hätte ich ja praktisch eine eigene Insel für jede Abteilung und ich hätte auch diese Hauptnavigation oben nicht. Und die Hub-Site ist genau dafür da, dass ich die dann wieder zusammenfasse. Ja, aber warum würde ich das so machen? Also wo ist der große Vorteil der Hub-Site, die mir jetzt dann die einzelnen Inseln wieder zusammenhängt, versus ich hänge einfach eine Seite drunter? Ja, ich bin ja deutlich flexibler. Aus der Struktur habe ich jetzt mal früher nicht ausbrechen können. Das heißt, wenn ich dann mal was ändern wollte, liegt die Seite trotzdem als Subseite unter dieser und ich brauche eigentlich ein Migrationstool, um die irgendwo anders hinzuverschieben. Ja, okay. Jetzt sind die trotzdem einzeln und ich brauche es nur umhängen von einer Hubseite in eine andere Hubseite oder eben die Navigation oben ändern und die Seite ist quasi innerhalb des Intranets in einer anderen Position. Und mit der Hubseite kann ich halt die Informationen unterschiedlich bündeln. Das heißt, ich kann auch mehrere Hubseites machen, um zum Beispiel unterschiedliche Plattformen innerhalb meines Intranets darzustellen. Also einerseits ein klassisches Intranet, dann vielleicht ein Bereich nur, der nur für Management vorgesehen ist, wo es wieder eine eigene Hubseite gibt mit diversen Sites darunter, um das etwas anders zu bündeln. Ja, das heißt im Endeffekt, man macht... Entschuldigung. Kein Problem. Man macht Intranet noch immer der Organisation natürlich entsprechend. Man sieht es auch hier in diesem Beispiel, HR, Operations, Marketing und Sales. Aber wenn sich jetzt die Organisation ändert, was im Unternehmen ja nie passiert, dann war es bis jetzt sehr schwierig, eben wie du richtig sagst, man muss dann mit Migrationstools arbeiten, Dinge umhängen und heute kann ich quasi einfach in der Hubseite das anders zusammenhängen und ich habe wieder eine Navigation, die der aktuellen Organisation entspricht. Man kann ja jetzt auch Site Collections umbenennen, das war ja früher auch nicht möglich. Das heißt, wenn jetzt irgendwie die Organisationen oder die einzelnen Abteilungen anders heißen, dann ist das auch kein Problem. Dann kann man die umbenennen, umhängen und ohne jetzt groß migrieren zu müssen, wieder die aktuelle Organisationsstruktur abdecken. Richtig, genau. Ja, super. Habe einfach meine Hubseite, füge eine neue Seite hinzu, nehme eine alte Seite raus.
Das heißt, ohne sie komplett zu löschen, ohne die Informationen zu verlieren, kann es einfach aus der Hubsite raushängen und ich habe wieder so quasi meine eine kleine Site-Collection irgendwo im Hintergrund, wo ich immer noch meine alten Daten behalte und neue Sites kann ich einfach reinhängen und die Navigation schnell mal umdrehen und schon habe ich meine neue Struktur und meine Organisation, das Ganze angepasst. Super. Ich habe noch ein letztes Thema, das deckt sich aber jetzt schon mit den Fragen, die wir bekommen haben. Wir haben nämlich drei Fragen und eine davon lautet, wie ich jetzt von einem klassischen SharePoint-Intranet, das ich habe, in eine moderne Umgebung komme. Gibt es da Migrationspfade? Ja, das ist ein etwas schwieriges Unterfangen. Das Problem sind hier ganz klar die Sites. Also was man sehr einfach migrieren kann, sind Dokumentenbibliotheken. Da empfiehlt sich ein Migrationstool zu verwenden, um die quasi zum Beispiel vom lokalen SharePoint in den Online-SharePoint zu übertragen, in das Modern UI zu übertragen. Und die Dokumentenbibliotheken kann man praktisch eins zu eins migrieren. Man wird sich sicher dann wollen, dass man die Views etwas anpasst von den Dokumentenbibliotheken, weil es hier neue Möglichkeiten gibt im SharePoint Online und im Modern UI. Aber an sich kann man die Dokumente auch mit allen Versionen und Metadaten übernehmen. Okay. Schwieriger ist es bei den Pages, also bei den einzelnen Seiten, weil die sich natürlich von der Technik im Hintergrund komplett geändert haben, von den Layouts komplett geändert haben. Also hier wird man fast hergehen müssen und die Pages neu überarbeiten, neue Layouts selbst zu entwickeln und die Seiten neu einzupflegen. Okay, das heißt, da ist eine Migration notwendig und man kann jetzt nicht aktivieren und man ist im neuen Modern UI. Das Nein, heißt, leider nicht. So genau. Ist es leider nicht. Ja. Da passt jetzt eine Frage noch dazu. Gibt es das Modern UI auch im On-Premise SharePoint? Das Modern UI gibt es inzwischen auch im On-Premise SharePoint. Mit einem Feature Pack ist es im letzten Jahr auch zum SharePoint 2016 verfügbar geworden. Das heißt, alle darunter nicht mehr. SharePoint 2013 wird das Modern UI nicht erhalten. SharePoint 2016 hat es inzwischen und SharePoint 2019, die neueste Version, hat es als Standard mit dabei. Okay. Entwickelt sich etwas langsamer aus wie beim SharePoint Online, aber mit den jeweiligen Feature Packs und Cumulative Updates, die man so beim SharePoint bekommt, gibt es dann immer wieder auch neue Features zum Modern UI, die dazukommen. Dann haben wir noch eine Frage, ab welcher Unternehmensgröße soll man denn ein Intranet einführen? Ich glaube, das schlägt ein bisschen in das Thema rein, was wir vorhin mit Teams angesprochen haben. Wann reicht Microsoft Teams und wann brauche ich Intranet? Gibt es da eine Formel oder ist das schwierig zu beantworten? Naja, Formel ist natürlich etwas schwierig, weil die wird irgendwo eine genaue Zahl angeben von Mitarbeitern. Das hängt natürlich stark vom Unternehmen ab, wie viele Informationen ich auch tatsächlich habe. Also für Unternehmen, sagen wir jetzt einmal von 5 bis 10 Mitarbeitern, könnte man durchaus andenken, nur Teams zu verwenden und kein SharePoint-Intranet aufzubauen. Wenn ich jedoch ein Unternehmen habe mit 5 bis 10 Mitarbeitern, das sehr viele Informationen generiert, sehr viele Dokumente hat, die irgendwo bereitgestellt und gespeichert werden müssen, dann empfiehlt es sich wieder über ein SharePoint trotzdem nachzudenken. Okay, das heißt, man muss das von Fall zu Fall entscheiden. Genau, wahrscheinlich auch damit zu tun, wie viele Niederlassungen das eine Firma hat, wie stark sie verteilt ist. Und umso verteilter, dass ich natürlich bin, umso mehr Information Worker, ich auch auf die on the road sind, umso eher bietet sich ein Intranet an, um die Informationen zu verteilen. Absolut, absolut. Passt, das verstehe ich. Und eine allerletzte Frage, die organisatorische Dinge betrifft, ist, und zwar, ob es diese Aufzeichnung von diesem Video, ob es die im Nachgang gibt, ob Sie die erhalten können. Die Antwort lautet ja, und zwar ganz einfach, wir stellen alle unsere Webinare im Anschluss auf unseren YouTube-Channel, der Cosmo Consult, das heißt, Sie können nicht nur dieses Webinar, sondern alle unsere Webinare der Office 365-Reihe und der anderen Webinar-Reihen auf YouTube konsumieren, einfach reingehen, nach Cosmo Consult suchen, da gibt es eine eigene Playlist zum Thema Webinare und dort finden Sie uns und dort finden Sie die Office 365 Inhalte. Damit haben wir eine zeitliche Punktlandung und würden für heute auch schließen. Wie immer war es nur ein sehr kurzer Einblick in das Thema Modern SharePoint und Modern UI, aber ich glaube, ich habe gesehen, in welche Richtung das es geht. Sollten Sie weitere Informationen brauchen, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, uns über die Website zu kontaktieren. Es ist auch das letzte Webinar für heuer. Wir starten mit unserer neuen Webinarreihe dann wieder durch ab Jänner. Die Termine sollten dann bald publiziert werden und wir freuen uns, Sie im neuen Jahr dann wieder willkommen zu heißen. Danke und bis ins neue Jahr. Genau so ist es. Wiederschauen. Wiedersehen.